Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pal World. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ihr Lieben, weiter geht's. Unser Umzug ist soweit abgeschlossen. Das Häuschen erstmal fertig, zumindest mit dem Dach und dem Zwischenboden schon mal. Unten die Werkstatt ist komplett eingerichtet. Und so, wie es jetzt aussieht, gefällt es mir auch echt schon ziemlich gut. Ich habe hier draußen auch schon mal so ein bisschen rumprobiert mit unserer Deko, die wir hier haben. Wir haben ja Topfpflanzen-Deko und so eine Efeu-Deko-Set schon freigeschaltet. Und ich finde, das sieht auch schon ganz gut aus. Da kann auf jeden Fall noch mehr rankommen. Aber das machen wir dann alles im Laufe der Zeit. Jetzt gucken wir einmal hier unten durch. Werkstatt ist komplett fertig. Die Schmelzen sind hier. Hier drinnen habe ich jetzt die ganzen Rohstoffkisten. Hier haben wir einmal die ganzen normalen Baumaterialien. Hier haben wir Sachen, die wir von Pearls bekommen. Hier noch eine zweite Kiste für Sachen, die wir von Pearls bekommen. Und hier so ein bisschen die Sachen, die wir halt von den ganzen Wilderern bekommen und so ein paar Dinge, wo ich noch nicht genau weiß, wohin. Damit einfach so eine gemischte Kiste. Dann haben wir hier jetzt unsere Brutkästen. Ich habe auch gleich noch mal ein paar mehr aufgestellt. Wir hatten ja jede Menge antike Bauteile. Und hier in der Ecke jetzt halt unsere Spezialkiste nochmal mit den Eiern, den Bauplänen und den antiken Bauteilen, ihr Lieben. Ich will auch mal gucken, ob wir vielleicht sogar uns schon eine bessere Rüstung bauen können. Wir müssen mal gucken. Die hier wäre natürlich schon sehr cool. Eine Stoffkleidung Bauplan 4, eine legendäre Rüstung. Überfall, Pal-Freunde Hardliner. Natürlich, wie immer, kaum zum Folgenstart kriegen wir einen Überfall. Das ist jetzt schon der zweite, ihr Lieben, denn wir haben auch schon ein neues Pal. Vielleicht hast du es gerade gesehen im Hintergrund. Denn eben gerade, bevor ich die Aufnahme überhaupt starten konnte, kam schon der erste Überfall. Wilde, hungrige Pals. Und da war ein neues Pal dabei. Eins, das richtig, richtig cool aussieht, ihr Lieben. Und ich konnte, wie gesagt, so schnell jetzt die Aufnahme noch nicht starten beim ersten Überfall. Das hier hinten, Incineram heißt der. Gucken wir uns gleich genauer an. Sieht auf jeden Fall richtig, richtig cool aus. Finde ich von der Optik auch schon wieder eins der schönsten Pals im Spiel, würde ich behaupten. Also jedenfalls von denen, die wir bis jetzt gesehen haben. So, lass mal gucken, dass wir die am besten gleich schon mal hier vorne abfangen, weil die haben ja gesehen, die haben mittlerweile echt gute Level, die hier ankommen. Guck mal, auch schon wieder alle Level 13. Auch eben gerade die wilden, hungrigen Pals hatten alle Level 13, Level 14. Auch dieser Incineram war recht hoch vom Level. Achso, ihr habt auch geschrieben, man kann übrigens die Menschen einfangen, ne? Wollen wir das mal ausprobieren? Ob wir uns einen von denen hier... Warte mal, der ist doch schon angeschlagen. Gib mal so eine... Na, die werden gleich alle über den Haufen geschossen, wenn sie das Lager betreten. Oh, das war schon für den. Wirf mal wenigstens eine Sphäre drauf. Ach, die geht nicht. Alle schon eingefroren. Der ist auf der Flucht. Weg ist er. Die haben so keine Chance. Oh Mann, das war's schon wieder. Okay, ja, wenn sie erstmal hier reinkommen und die ganzen Pals mit angreifen... Dann sind sie recht schnell erledigt. Wobei, ihr habt noch geschrieben, dass ich die Verteidigung schon ein bisschen ausbauen sollte eventuell. Denn hier können die Sachen wohl sogar anfangen zu brennen. Das heißt, unsere Holzbauteile und so weiter. Das heißt, wenn wir von irgendwelchen Feuerpals überfallen werden, kann es sein, dass die uns hier das Haus in Brand stecken. Finde ich auf jeden Fall eine sehr coole Mechanik. Müssen wir halt gucken, wie wir das dann machen mit der Verteidigung. Vielleicht stellen wir ja mal so ein paar Sandsack... so ein paar Sandsäcke hier auf. Wo haben wir die denn gehabt? Hier... Gelernt hatte ich sie, glaube ich, schon hier, so ein paar Sandsack-Barrikaden. Weil die Gegner können auf jeden Fall nur von hier oben kommen, den Weg runter, oder von hier unten über den Weg. Der Rest unserer Basis ist sicher, weil hier oben haben wir ist alles erhöht, hier haben wir eine Felskante hier oben rundherum. Das heißt, die können wirklich nur von hier kommen, den Weg rauf, oder eben von oben den Berg runter. Das heißt, wir haben eigentlich nur zwei Ecken, die wir verteidigen müssen. Ja. Okay, Lieben, jetzt gucken wir uns kurz noch den Zinneram an und dann will ich in dieser Folge auf jeden Fall wieder los, ein bisschen die Karte erkunden und neue Perls suchen. Ah, der hier ist so cool. Ich finde den richtig gut. Hat auch ganz gute Eigenschaften, also zumindest mal schon mal Level 2 Handwerker. Das heißt, mit dem sollten wir auf jeden Fall schneller Sachen herstellen können, wenn der uns dann mal beim Arbeiten hilft. Okay, guck mal kurz durch. Vielleicht haben wir ja alles, um den Bauplan hier zu bauen. Und dann gucken wir auch gleich nochmal kurz wegen der Entehakenpistole, denn da kam auch von euch die Info in den Kommentaren rein, dass man die in der einfachen Werkbank baut. Das heißt, die einfache Werkbank müssen wir auch immer stehen lassen, auch wenn wir schon die erweiterte haben. Und dann gucken wir mal. So, Bauplan habe ich in der Tasche, ne? Geh mal an die... Hallo? Jetzt. So, ach guck mal, hier ist sie. Entehakenpistole. Kostet ein antikes Bauteil. Ich würde sagen, die stellen wir auf jeden Fall, die will ich mir unbedingt angucken. Die stellen wir auf jeden Fall mal her. Oh, das dauert eine Weile. Kann mal einer helfen kommen? Vielleicht der Incineram? Hallo? Oder warte mal, wir holen den kurz aus der Box raus. Dann hilft er uns. Komm mal her. Zap, 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 zap. Du kommst mal dahin. Und dann schmeißen wir den mal hier raus. Hoffen, dass er dann schön sauber mitarbeitet hier mit Stufe 2. Du sollst arbeiten an der Werkbank. Nein! Du sollst dich die Fackeln anmachen. Und du sollst hier nicht arbeiten, dickes Wollknäuel. Geh mal weg. Jetzt kommt der andere auch schon wieder angerannt. Weg hier! So, und du arbeitest hier an der Werkbank. Ja, cool. Okay, wir helfen mit. Dauert immer noch eine Weile, obwohl der Handwerk Level 2 hat. Bin aber gespannt, wie die funktioniert. Ob wir die als Waffe ausrüsten müssen oder ob das ein extra Gegenstand ist. Aber ich schätze mal, wir werden die als Waffe ganz normal ausrüsten müssen. Ich finde das Vieh so cool, Leute.
Davon brauchen wir auf jeden Fall noch mehr. Aber gut, wenn die jetzt immer dabei sind bei den Wellen von den wilden, hungrigen Perls, sollten wir ja mehr davon bekommen können. So, und oben habe ich noch gar nichts gemacht. Nur oben stehen halt nur unsere Betten bis jetzt drin und sonst noch nichts. Da muss ich doch überlegen, wie wir das machen, was da oben ist. Soll aber noch gemütlich eingerichtet werden. Wir haben ja super viele Deko-Sets hier. Gucken wir mal, dass wir uns das da oben auf jeden Fall noch gemütlich machen. Aber hier mit der Werkstatt bin ich schon sehr zufrieden. Vor allem kommen auch alle Perls rein. Keiner bleibt hängen. Hinten haben wir unsere zwei heißen Quellen. Da können sie sich entspannen. Und sonst passt das auch alles. Super, vielen Dank. Dann komm mal her. Achso, und die Dings hier. Boah, die kostet 10 antike Bauteile. Ne? Hatten wir nicht auch hier irgendwo das Megaschild? Können wir hier, glaube ich, nicht bauen. Das müssen wir an einer anderen Werkbank bauen. Können wir denn auch den Bauplan an der besseren Werkbank machen? Lass mich mal ran hier. So. Ja, können wir auch. Und hier ist auch der Megaschild, ne? Ah, der kostet auch 5 antike Bauteile. Komm, wir bauen mal die. Gleich wieder raus mit dir. Hilf mit. Okay. Oh, die dauert ja richtig lange. Ich hoffe auch, dass ein Update kommt, irgendwie, dass dann mehrere Perls an einer Werkbank arbeiten können. Das wäre einfach super. Ist schon cool, dass ganz viele Perls alles aufbauen, aber es wäre auch super, wenn halt mehrere Perls wirklich an einer Werkbank noch arbeiten könnten. Weil so dauert es ja doch schon ganz schön einen Moment. Aber egal, jetzt hoffentlich lohnt sich das. Gleich mal gucken, ich habe auch gar nicht geguckt, was unsere Rüstung für einen Wert hat. Ich glaube, wir haben einen Verteidigungswert von 15 nur. Mal gespannt, wie viel besser die ist. Weil wir haben ja jetzt langsam auch immer mehr stärkere Perls, mit denen wir uns anlegen. Desto höher unser Level wird, desto höher wird auch das Level der Perls. Wir kommen ja auch in stärkere Gebiete jetzt bald rein. Und dann denke ich, so eine gute Rüstung ist nicht verkehrt, auch wenn sie richtig teuer ist, was die antiken Bauteile angeht. Aber wir können ja zum Beispiel noch öfter mal Chillit fangen. Der lässt sich ja recht einfach jetzt mittlerweile fangen. Und dann kriegen wir jedes Mal 3 antike Bauteile fürs Chillit fangen. Und mehr, wir haben ja gesehen, es gibt noch viel, viel mehr von diesen Map-Bossen. Arbeiten, arbeiten! Ich hoffe, die ist gut, Leute. Ich hoffe, das lohnt sich. Und dass sie jetzt nur ein bisschen besser ist. Und wir haben so viele antike Bauteile dann ausgegeben. Aber die ist gelb, eine legendär. Das muss ja schon eine gute Rüstung sein. Die ist fies, einfach so gut. Vielleicht sollte man ihn auch mitnehmen auf unserer Tour. Jetzt kann er ein bisschen mitleveln noch. Welches Level hast du denn eigentlich? Level 13. Oder wir lassen ihn einfach hier in der Basis. Durchs Arbeiten kriegt er ja auch Erfahrungspunkte. Gleich geschafft, Leute. 2,5 Minuten bauen für eine Stoffklamotte. Ist gleich soweit. Wir haben es gleich geschafft. Ja, super. Vielen Dank. Komm her. Legendäre Stoffkleidung. Da ist sie. Verteidigungswert 24 und plus 112 Lebenspunkte. Und wir haben hier 15 und 70 Lebenspunkte. Ist jetzt nicht so viel besser dafür, dass die so teuer war, muss ich mal sagen. Ne, 7 Punkte mehr Rüstung. Und was haben wir? 42 Punkte mehr Lebensenergie. Naja, mal gucken. Mal gucken, wie es sich im Kampf anfühlt. Aber so würde ich sagen, ziemlich teuer eigentlich für das bisschen. Schmeiß erstmal wieder hier rein. So, die alte Stoffklamotte kann auch hier rein. Jetzt mal die Enterhakenpistole. Rüsten wir die aus? Ja, die rüsten wir einfach aus. Da ist sie. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. So, ihr Lieben, ich würde sagen, wir warten noch kurz, bis es ein bisschen dunkler ist. Dann legen wir uns ins Bett und dann starten wir neu im Sonnenaufgang mit der Erkundungs... Oh, das klappt nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Ich dachte, wir können uns direkt an die Wand ranhängen. Schieß. Wie, ich kann nicht... Ach so, wieso kann ich nicht mehr schießen? Er zeigt, er hat gerade angezeigt, unendlich Munition sollten wir haben. Da oben kommen wir nicht ran. Da kommen wir nicht ran. Da kommen wir ran. Ah, wir können uns auch, guck mal hier. Schatzkiste. Sehr cool. Goldmünzen, Palsphären. Aber wieso? Ich kann die nicht nachladen, Leute. Ich muss die erst einmal wechseln, damit die wieder funktioniert. Ne, da kommen wir nicht hoch, aber da kommen wir hoch. Habe ich mir aber irgendwie auch ein bisschen cooler vorgestellt, muss ich jetzt mal so ganz ehrlich zugeben. Ach so, die hat einen Cooldown, deswegen können wir nicht sofort nacheinander schießen. Jetzt sehe ich da unten den Timer ablaufen. Alles klar, okay. Zack. Oh, wir können uns direkt festhalten. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Okay, die ist doch ganz cool. Ja, jetzt können wir schon wieder schießen.
Oh doch, die macht Laune, Leute. In Kombination mit dem Gleiter kann ich mir das gut vorstellen, dass die Laune macht. Mal sehen, ob man auch vom Gleiter aus die abfeuern kann. Erstmal kurz ein Stück hier runterfliegen. Nee, das geht nicht. Okay, vom Gleiter aus kann man sie nicht benutzen. Man kann also nicht Gleiter und Pistole kombinieren. Schade. Alles klar. Auf geht's, ab ins Bett und dann gucken wir uns weiter die Karte an und suchen nach neuen Pals. Zap. Okay, aber die lassen wir erstmal außer Hand kurz. Die ist zwar ganz okay, wobei wir könnten... Nee, lassen wir erstmal so. Nehmen wir erstmal so mit. Und dann gucken wir, wenn wir so irgendwo unterwegs brauchen. Alles klar, ab ins Bett. Dann brüten wir noch unsere Eier aus, die da drin sind. Die dürften ja alle fertig sein. Und dann fliegen wir einfach nochmal los und gucken uns die Karte weiter an. Weil ich finde diese Welt so, so gut gemacht. Und auch vor allem die ganzen Pals und was es alles zu entdecken gibt. Ein Dungeon wäre auch cool. Vielleicht entdecken wir nochmal so einen Höhleneingang. Da würde ich dann auch reingehen zum ersten Mal, um zu gucken, wie das so läuft. Pfeile haben wir für meinen Geschmack, sehe ich gerade, irgendwie ein bisschen zu wenig. Stell nochmal ein paar Pfeile her. Aber mal so, mach mal gleich 30 hier. Und dann stell hier auch nochmal ein paar her. Mach hier nochmal 10. So, die machen wir selber schnell fertig. Und ich hoffe, an anderen Werken kommt gleich einer dazu, zum Helfen. Palsphären, mal gucken, vielleicht bauen wir uns auch noch ein paar von den Megasphären. Genug Metallbarren sollten wir eigentlich im Moment haben, dass wir noch ein paar davon mitnehmen, um die besseren oder stärkeren Pals besser fangen zu können. Und vielleicht holen wir uns ja auch noch so einen Map-Boss, wenn wir an einem vorbeikommen. Je nachdem, welches Level der hat. Ich habe schon gesehen, rechts neben uns dieses eine Vieh, was irgendwie King Packer heißt. Sieht sehr, sehr cool aus. Ist aber Level 23. Also nur auf dem Bild sieht sehr, sehr cool aus. Mal gucken, wie es dann aussieht, wenn man es sieht. Aber das würde ich gerne mal probieren auch. So, alles klar. Die nehmen wir mit. Kommt hier einer zum Helfen, Leute? Ja. Unser dickes Wollschaf. Kann ich mithelfen? Lass mich an die Werkbank ran. Ja, nee. Anzünden wollte ich hier nichts. Ich wollte arbeiten. Lass mich da ran. Stehst im Weg mit deinem dicken Hinterteil. Deinem dicken, wolligen Hinterteil. Ja. Jetzt. So, alles klar. Stellen wir die auch noch kurz her. Und dann würde ich sagen, sind wir startklar. Noch ein paar Palsphären dazu. Dann können wir los. So, dort sehen wir ja, als nächstes brauchen wir dann ein Weizenfeld und eine Mühle. Da müssten wir erstmal noch mal im kleinen Dorf vorbei, weil wir ja kein Weizensaatgut haben. Aber bei dem einen Händler konnte man ja Weizensaatgut kaufen. Das heißt, das müssen wir dann da holen, wenn wir die Weizenfelder aufstellen wollen. Beziehungsweise aufstellen könnten wir sie eigentlich schon, ne? Aufstellen und schon mal die Mühle aufstellen, könnten wir noch mal unsere Palbox aufwerten. Aber ich bin eigentlich so ganz zufrieden erstmal mit unseren 10 Pals hier in der Base. Die arbeiten ganz gut, die Ressourcen kommen schön rein. Das passt erstmal. So, ich würde sagen, die nehmen wir nochmal mit, den Rest lassen wir dann, können die Pals das fertig bauen in der Zeit, in der wir unterwegs sind. So, wir schmeißen den aber nochmal raus jetzt hier und packen den wieder zum Arbeiten dazu. Hier ist er, zack. So, und wir nehmen uns unseren Wolf wieder mit den hier. So, dann haben wir Nightwing, Foxparks, unseren Chillit, den Wasserdrachen und den Wolf. Ich würde sagen, so gehen wir los. Alles klar, auf geht's. Nächste Erkundungstour. Ich bin gespannt, was wir entdecken. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, wir entdecken einen Dungeon. Ich hoffe, wir finden schöne, coole Perls, paar Schatzkisten und überhaupt. Los geht's. Am besten fliegen wir doch gleich mal ein kleines Stück hier raus aus unserem Tal. Komm her. Zack. 33 bessere Sphären haben wir dabei. Sollte passen. Wir fliegen einfach mal in die Richtung hier. Da oben kommt ein Schnellreisepunkt. Ich glaube, den haben wir aber schon. Wir fliegen einfach los, Leute. Wie beim letzten Mal. Oh, da unten sieht's cool aus. Auch eine Riesenfläche. Und ein Eisenvorkommen, aber nur ein einsames. Wenn da jetzt mehrere gewesen wären, hätte ich gesagt, hätten wir hier gleich hin. Oh, da ist noch eins. Aber es ist ein bisschen weit auseinander. Oh, nochmal Dayao, Leute. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Oh. Jetzt nochmal neu. Zack. Die halten schon einiges aus, ne? Da dürfte aber eigentlich auch noch eine normale Sphäre reichen, ne? Oh, ouch. Der ist ja sogar nur Level 7. Zack. Haben wir den anderen ja, ne? Haben wir. Sehr cool. Den kriegen wir mit Sicherheit auch. Ne, kriegen wir nicht. Okay, dann nochmal ein Versuch. Jetzt aber. Achso, ihr Lieben, es kam auch die Frage von euch rein, wie ein Ark
ob ich ein paar Tiere nach euch benennen kann, dass ihr auch mit im Spiel seid, so wie ein Ark als Dinos, eben hier als Pals. Aber das geht nicht, ihr Lieben. Wir können die Pals nicht benennen. Wir können ja auch unsere Spielfigur am Anfang konnten wir nicht benennen. Das liegt an der Game Pass-Version. Also bei der Steam-Version kann man das. Da kann man seinen Pals Namen geben und auch seiner Spielfigur selber einen Namen geben. In der Xbox oder in der Game Pass-Version halt geht das irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum, aber eigentlich kann man hier oben den Namen irgendwie ändern. Funktioniert aber nicht, weil ich kann hier nichts klicken, ich kann hier nichts machen. Das geht nicht. Ich habe auch schon gegoogelt deswegen, aber es liegt an der Game Pass-Version. Und wir heißen ja auch einfach Player 724, beziehungsweise zwischendurch hatten wir auch schon noch eine andere Zahl dahinter. Es wurde auch ein paar Mal schon geändert irgendwie, dass wir einfach immer neue Klientnummer kriegen. Also kann ich euch leider nicht mit ins Spiel holen. Ich hoffe, das wird noch geändert, dass die Xbox-Version das auch hat, dass man die Namen hier von den... Mamogest! Level 33. Wollen wir das mal riskieren? Ist ja normal, ist. Du bist nur Level 5. Oh, ouch, einmal zu viel. Du bist nur Level 5. Ich wollte euch noch mal ganz locker anschießen. Oh, eine Schatzkruhe. Schatztruhe. Ihr wisst Bescheid. Zack. Leder, Goldmünzen, bisschen Brot. Oh, ich hätte ja schon Bock, so einen Mamorest zu riskieren jetzt hier, ne? Ich nehme auch gleich nochmal mit. Was wir haben, haben wir. Noch mehr? Level 33. Level 33. Nein, komm mal her. Komm mal wieder her hier. Komm, wir gehen mal mit unserem Fuchs ran. Mit unserem Flammenwerfer und testen erstmal, wie viel der Schaden macht hier gegen das Vieh. Rüstung ist voll, Lebensenergie ist voll. Wir riskieren es. Oh, Elite-Zeichen auch. Okay, so viel zum Schaden mit dem Flammenwerfer schon mal. Oh wei, oh wei. Er rennt aber weg. Nee, doch nicht. Okay. Naja, wir machen zumindest schon mal ein bisschen Schaden. Oh oh, oh oh. Mal sehen, wie lange unser kleiner Foxparks durchhält. Wir machen auf jeden Fall nicht viel Schaden mit dem Bogen. Wir nehmen mal die Armbrust. Mal gucken. Okay, immerhin 39. Unser Fuchs macht auch ein bisschen. Der wird es aber gleich erwischen. Ne? Oh, weia. Oh, 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 oh. Komm her. Der ist ja fast schon mit einem Schuss down. Von dem Mamorest. Der Stampfer reicht nicht so weit. Okay, der hat aber eigentlich gar nicht so super starke Angriffe jetzt, ne? Die man nicht so. Also nichts, wo man nicht wirklich ausweichen kann. Jetzt kommt er angestürmt. Ich glaube, das ist sein schlimmster Schuss, der. Die Frage ist nur, können wir den auch fangen, wenn wir jetzt weiter runter? Ist er vielleicht vom Level zu hoch? Wir haben ja sogar ein paar von den richtig guten Sphären, von den gelben, von diesen Gigasphären. Das Vieh sieht so cool aus. Oh, aufpassen. Uah, weg hier. Boah, ich finde das so gut, Leute. Ich glaube, den kriegen wir. Also bis jetzt ist es auf jeden Fall ein guter Kampf. Oh. Problem an der Armbrust ist, wenn man mitten im Nachladen ist jetzt hier gerade und dann einmal Ausweichrolle machen muss, dann bricht er das Nachladen ab. Ich möchte wetten, der macht doch ein bisschen Flächenschaden hier, ein bisschen AOE, der große Feuerball. Dö. 28 Schaden. Ich weiß nicht, ob wir nochmal einen Pell, vielleicht packen wir nochmal einen Pell mit raus, dass nochmal einer ein bisschen, oh, wow, 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 wow. Bisschen mithilft, mal sehen, was unser dickes Cheat, oh, wow. Ist das Mammut jetzt gerade geschmuddert? Oder hat Gillette das in die Luft geschleudert? Schieß, Gillette! So, jetzt Elite gegen Elite. Der muss doch ein bisschen Schaden machen. Weg von dem Ding. Frier es ein, das dicke Mamorest. Frier es ein. Zonk. Oh, wieso kommt der so hinterhergerannt jetzt? Oder ist er auf der Flucht? Nee. Unser Gillette schon... Das ist wirklich unser Chinit, was sie durch die Gegend schleudert. Ist das gut? Oh. Wieder. Das ist ja cool. Ich weiß nicht, was das für ein Angriff sein soll, aber er ist gut. Auf jeden Fall setzt das damit kurz außer Gefecht, weil es nichts machen kann, wenn es in der Luft hängt. Aber unser Chinit ist fast tot. Komm her. Rest machen wir alleine. Weg. Hab's jetzt noch nicht einmal getroffen, ne? Das dicke Tier. Na.
Könnt ihr euch mal probeweise einen so einen Ball draufwerfen hier. Mal sehen, wie viel Prozent Chance wir schon haben. Hopp. 0,13. Okay. Nicht wirklich viel. Au! Da hat uns mal erwischt. Gleich die ganze Rüstung weg. Müssen aber gucken, dass wir uns dann auch dieses Mega-Schild noch bauen. Ob wir für den auch antike Bauteile kriegen? Der hat ja so ein Elite-Zeichen oben drauf. Wie der Chillit. Wird zwar nicht als Map-Boss angezeigt, aber vielleicht gibt es ja trotzdem antike Bauteile für den. Wäre ganz cool. Wirf noch einen Ball drauf. 0,17. Es wird minimal besser. Gleich den nächsten hinterher. Wenn ich nehme mal so eine Gigasphäre, so eine goldene. Vielleicht können wir doch wirklich noch nicht fangen. Komm schon. Ich will ihn auch nicht, auf keinen Fall aus über den Haufen schießen. Ein, zwei riskieren wir noch, dann werfen wir eine goldene Sphäre. Oder vielleicht schießen wir jetzt sogar noch einmal irgendwo am Fuß so ein bisschen, für wenig Schaden, so. Okay, das muss reichen. Wir haben 3 von den Megasphären. 2% mit einer Megasphäre. Okay. Nee, ich glaube, den kriegen wir nicht. Ah, schade. So, wir werfen jetzt alle. Risiko egal. Nee, geht nicht. Ah, schade, wir können den nicht fangen, Leute. Wahrscheinlich müssen wir unser Fanggeschick erst noch steigern. Aber ich glaube, wir haben noch nicht genug von den Statuen wiedergefunden, von den Liffmann-Statuen, aber den kriegen wir leider nicht. Das ist noch nicht einmal über die 3% raus, ne? Nee, das können wir vergessen, den können wir nicht fangen. Ei, das erste Mal über die Dings raus. Komm schon. Unsere Rüstung ist beschädigt. Der hat sie gleich kaputt gemacht. Unsere neue legendäre Rüstung ist kaputt. Wow. Da hat die ja nicht viel ausgehalten dafür, dass es so teuer war. 10 antike Bauteile. Jetzt komm schon. 25%. Komm schon. Ja, Leute. Und dann direkt auf 100, ne? Wie gut. Hochwertiges, oh, hochwertiges Palöl, das ist neu. Ledermazen und Marmorestfleisch. Cool, Leute, wir haben ihn. Wie gut. Marmorest, gesehen hat man ja schon. Der muss ja irgendwo, ist er denn? Der kommt, glaube ich, weiter unten erst, ne? Da ist er. Die Vegetation auf dem Rücken variiert je nach Exemplar. Sie wurden früher als Zierde geschätzt und es gab sogar spezialisierte Marmorestgärtner. Wie cool. Aussaat 2, Holzfällen 2, Bergbau 2. Und hier mögliche Beute. Hochwertiges Palöl, Leder und Marmorestfleisch. Wie gut. Warte mal, da ist das Ding. Das Viech, da ist der King Packer. So sieht er aus. Oh, wie gut. Was für ein dicker, knuffiger Wollmoppel. Den müssen wir haben. War der nicht auch hier in der Nähe? Doch, ne? Warte mal, hier war auch irgendwo ein Schnellreisepunkt. Wir müssen erstmal zur Schnellreise, wir müssen erstmal zurück nach Hause. Müssen die Rüstung reparieren. Was haben wir da? Melpaka und ein Tanzi. Die lassen wir erstmal. Hier kommen wir, laufen wir eigentlich zu Fuß. Schmeißen wir mal unseren coolen Wolf raus. Ja, sehr, sehr schade, dass ich die Namen nicht vergeben kann von euch, dass ich die Tiere nicht nach euch benennen kann. Oh, wie... Oh, wow. Oh, sieht das cool. Da haben wir wieder eine Nachricht von dem Schiffbrüchigen. Oh, sieht das cool aus hier. Oh, was? Wer? Elende Wilderer! Warte mal, wir können, ihr habt doch auch geschrieben, es kam mal in den Kommentaren, man kann auch die Menschen fangen. Wollen wir das mal probieren? Das ging jetzt aber gerade nicht. Fang den! Können wir die doch nicht fangen? Doch! Warte mal, können wir die... Da bin ich immer gespannt jetzt. Hier aber auch nur eine ganz geringe Fang... Bleibst du mal stehen. Die sind aber nicht so leicht zu fangen. Ich glaube, den schießen wir jetzt über den Haufen mit der Arm. Das wollen wir noch einmal drauf schießen, selbst wenn ich ins Knie schieße. Ja. Das will ich mal wissen. Jetzt, wie gesagt, was passiert, wenn wir so einfangen?
Können wir die dann auch im Lager zum Arbeiten benutzen, wie die Pelz? Oder können wir die zum Mitkämpfen benutzen? Komm schon. Ja. Von den blauen Sphären haben wir auf jeden Fall noch genug. Vielleicht bauen wir zu Hause auch gleich, wenn wir zu Hause sind, bei der Rüstung. Die reparieren auch gleich noch mal ein paar von den grünen Sphären nach. Für den Fall, dass wir noch mal was Besseres finden. Oh, dieses King Packer, das will ich ja so gerne jetzt haben, wo ich das gesehen habe. Aber es ist Level 23, ne? Aber gut, das Mauer Rest war jetzt Level 33. Ich glaube, den kriegen wir nicht. Außer ich mit Mammut eben auch gesagt. Schieß nochmal mit Pfeil und Bogen drauf. So. Komm schon. Du willst doch mit in unser Lager, ich weiß das doch. Ja, Leute, wie gut. Ein eingefangener Mensch auf der Insel Palapagos wird als... Auf der Insel was? Das müssen wir nochmal durchlesen. Auf der Insel Palapagos wird was? Ist das Fangen von Menschen verboten? Wird der hier auch angezeigt eigentlich? Nee, ne, bestimmt nicht. Wir haben auch keinen Paldex-Eintrag. Okay, den kriegen wir hier nicht angezeigt. Schade. Oh, da hinten ist eine Truhe. Was bist du? Oh, der Igel, den wir schon mal als Eisigel hatten, nur eben als Nicht-Eisigel. Ich will dich haben. Mitkommen. Da sind noch mehr, die nehmen wir alle mit. Wie gut. Joltok. Gibt man Joltok einen Stoß, setzt es seine gespeicherte Elektrizität frei. Die dabei erzeugte Spannung von über 1 Million Volt macht die zu einem gefährlichen improvisierten Wurfwaffe. Okay. Hört sich gut an. Die sehen auch cool aus, wie süß die kleinen sind, die kleinen Igelchen hier. Komm her. Und du kommst auch mit. Zack. Au, ah, Britzel. Mitkommen. Das waren alle, alle, die hier rumgelaufen sind von denen, ne? Aua, Britzel. Cool, die finde ich auch super. Okay, Leute, zwei neue Pads, ein Joltok und ein Mamorest. Mamorest natürlich besonders cool. So, lass mal zurück nach Hause. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Zack, einmal zurück nach Hause. Rüstung reparieren, noch ein paar Palsphären bauen. Und unsere frischen Pals hier. Ach, die sind ja eh schon hier drin, ne? Da ist er. Ach, hier kann man sich das angucken. Menschen sind keine Pals und haben keine Partnerfähigkeiten. Okay, aber die Beschreibung von eben fehlt. Aber er ist Dynamo. Handwerkstufe 1. Ja, die Werte sind alle nicht gut. Okay, der kann nicht wirklich was. Keine Ahnung, wofür die gut sind. Vielleicht kann man die auch irgendwie im Dorf dann verkaufen an den Palhändler. Keine Ahnung. So, unsere Pfeile sind fertig. Das ist super. Wir reparieren unsere Klamotten. Mal sehen, was das kostet, die zu reparieren. Kostet antike Bauteile. Ich hab's befürchtet. Ah, jetzt haben wir keine antiken Bauteile mehr. So, Gepär. Alles klar. Und wir bauen uns noch ein paar Sphären schnell mal eben hier. Machen wir mal. So, machen wir gleich nochmal. Ja, mach gleich ruhig nochmal 20. Die gehen ja schnell. Und dann gehen wir nochmal wieder los. Oh, King Packer, Leute. Der interessiert mich jetzt. Richtig. Aber der ist wahrscheinlich zu stark mit Level, weil es ein Boss ist, ne? Auch wenn der niedriger vom Level ist als Mamorest, gehe ich davon aus, dass er zu stark ist, weil es ein Boss ist. So ein Kartenboss. Aber ich glaube, der ist ziemlich in der Nähe da, wo wir jetzt den Teleportpunkt geholt haben. Den letzten Schnellreisepunkt eben gerade. Er war auf jeden Fall in der Richtung irgendwo. Das ist so gut, unser Super Lambei. Die gibt es übrigens auch, habt ihr geschrieben von. Also jedes Perl kann es auch in so einer. Naja, im Grunde wie bei Pokémons die Shinies, ne? Mit dem Glänzen und ein bisschen größer und bessere Eigenschaften. Es kann jedes Perl wohl auch als so ein Shiny-Perl geben. Sehr, sehr cool. Da müssen wir die Ohren aufhalten. Sobald wir es irgendwo klingeln hören, müssen wir sofort gucken. Weil die finde ich auch super. Einfach nochmal der normale Perl hat nochmal deutlich größer und stärker und besser. Wie sie alle rumflitzen, ich finde es so gut. Und diesen Incineram, den finde ich super. Keine Ahnung, wo die auf der Karte rumlaufen. Vielleicht gibt es die auch gar nicht, vielleicht kommen die nur mit den Wellen. Weil unsere Puzzle Bubble Dragon haben wir ja auch noch nirgendwo auf der Karte rumlaufen sehen. Vielleicht sind das spezielle Pelz, die es wirklich nur in diesen Angriffswellen gibt. Unsere Eier sind fertig, ne? Die müssen wir mal ausbrüten da drüben. Die sind ja schon die ganze Zeit. Vielleicht können wir die Brutkästen auch wieder neu bestücken. Zwei Eier müssten wir noch haben. Leider keins von diesen besonderen Jumbo-Eiern mehr dabei. Nee, das ist ein normales, ne? Brüten wir natürlich trotzdem aus. Mal gucken. Irgendein Feuerperl. Was kriegen wir? Wir kriegen eine Flambelle. Ich glaube, die ist neu, oder? Flambelle hatten wir noch nicht, oder? Ich weiß es gerade nicht.
Dann haben wir ein... Ein Dire Howl. Oh, auch cool. Und nochmal ein Wasserei. An den zerfurcht ist. Nochmal ein Fuddler. Und Level-Up fürs Ausbrüten. Ist ja cool. Man kriegt sogar dafür Erfahrungspunkte. So, dann das nächste gleich wieder hier rein. Und das hier rein. Und dann haben wir erstmal keine Perleier mehr. Das wegsortiert kurz. Elektrodrüse hier rein. Muni weg. Und das Essen ist hier noch Platz. Da schmeißen wir es erstmal kurz roh hier rein. Ja, da ist noch Platz. Guck mal, Leute, hier auch die Honigproduktion läuft richtig gut. Wie diese Bee-Guards, die produzieren Honig auf den Farmen. Ich glaube, das brauchen wir... Oh, hier ist es schon richtig wieder richtig voll. Können wir gleich mal einsammeln nebenbei. Es geht auch so schnell. Unser kleiner Fixie gräbt hier immer die Pfeile aus, Munition und auch die Palsphären, zumindest die Standard-Palsphären. Und die anderen Tierchen geben halt die Wolle und unsere Bee-Guard gibt Honig. Ich glaube, den brauchen wir wirklich für Kuchen backen später. Halt. Hier ran, das rein. Das Brot behalten wir in der Tasche und den Honig schmeißen wir erstmal in Futtern ab, weil die Tiere essen den nicht. Die essen nur die Bärchen. Das heißt, die können wir ruhig hier drinnen erstmal lagern. Die gehen da nicht ran. So, okay. Wir haben alles. Repariert ist alles. Wir haben noch wieder ungenutzte Statuspunkte. Wir geben nochmal einen auf Ausdauer. Denn unsere Ausdauer bestimmt auch die Ausdauer der Flieger. Das heißt, wenn wir als Spieler mehr Ausdauer haben, kann auch unser Flugtier länger in der Luft bleiben. Zack, komm her. Auf geht's. Reisen wir wieder zurück, wo wir waren? Ja, ich würde sagen, wir nehmen die Schnellreise. Warum nicht? Und gehen dann von da aus weiter. Komm mal her. Achso, können wir nicht, während wir auf dem Tier sitzen. Wir müssen immer absteigen für die Schnellreise. Schnellreise, da waren wir eben, ne? Oh, hier! Level 17! Azurrobbe. Azurrobbe. Die wollte ich haben. Die holen wir. Guck mal, Level 17 Map-Boss. Ein Wassertier. Sehr cool. Das müsste also hier hoch sein, ne? Oh, ich habe die Notiz auch gar nicht geholt. Notiz eines schiffbrüchigen Tag 10 eingesammelt. Gucken wir kurz. Ach Moment, die Notizen waren ja hier. Naja. Notiz eines schiffbrüchigen Tag 10. Heute beschloss ich mit meinen Pals einen längeren Ausflug zu machen. Der Grund war, dass ich schon länger auf ein turmartiges Gebilde neugierig war, das man in der Ferne sehen konnte. Auf dem Weg begegnete ich einem Menschen. Doch als ich versuchte, ihn anzusprechen, richtete er gleich eine Waffe auf mich. Angesichts unseres Aufenthaltsorts liege eigentlich die Vermutung nahe, dass es sich um einen Überlebenden der antiken Zivilisation handelt. Aber die Ausrüstung sah ziemlich modern aus. Ist dieser Mensch genau wie ich von außerhalb auf die Insel gelangt? Oder hat die antike Zivilisation eine einzigartige Entwicklung durchgemacht? Jedenfalls rettete mich mein Schafspell aus dieser gefährlichen Situation. Ich eilte zurück in mein Lager und auch meine Pels waren zum Glück allesamt unversehrt. Es gibt noch so vieles, was ich über diese Insel nicht weiß. Ja, da geht's mir ähnlich. So, auf geht's. Da drüben ist auch schon wieder ein Lagerfeuerchen. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ich glaube schon. Die muss irgendwo hier unten drin sein. Ja, wir sind genau richtig. Na, das sind Rochen. So, warte mal, wir brauchen unser Wassertierchen. Komm mal her. Zack. Und los geht's. Platsch. Ach, so gut, Leute. Da hinten ist nochmal ein Schnellreisepunkt. Da. Da ist er! Oh, du gefällst mir. Oh, cool, so eine Wasserschlange. Richtig gut. Mit einer Boje hinten dran. Das ist ein cooles Vieh. Schieß mal drauf. Aquajet. Wahrscheinlich werden wir nicht so viel Schaden machen mit Wasserangriffen. Nee. Aber vielleicht kann man ja hier ein bisschen ans Land locken. Oh, oh, er hat auch die Drachenkanone. Drachenkanone! Vorbei. Schwimm, 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 schwimm. Oh, das sieht cool aus. Tut mir schon richtig weh. Aus dem Weg. Oh, oh. Ah, Mist. Nein, und ich treffe ihn wieder nicht. Die beiden habe ich nicht getroffen. Wir müssen... Oh, oh, oh. Wir versuchen mal näher ans Ufer zu ziehen. Autsch. Er macht auf jeden Fall nicht viel Schaden. Wasser gegen Wasser hier. Nee, die müssen wir hier rüber. Oh, guck mal, wir können hier sogar stehen. Sehr cool. Lass mal absteigen. Da ist noch ein Ei da oben in der Ecke. Komm her. Gib mir die Armbrust. Wow. Wo schießt der denn hin? Halt, bleibst du hier. Jetzt haut das Vieh ab. Nein, bleib hier. Wie weit können wir hier rauslaufen?
ist zu weit, wir treffen ihn nicht. Natürlich wird es auch dunkel. Bleibst du mal hier. Na, endlich. Oh, nur 5 Schaden, alles klar. Auch am Kopf nicht deutlich mehr. Oh, 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 oh. Okay, wir sind mal 18. Das sieht cool aus. Ich weiß nicht, was es macht, aber es sieht nach einem coolen Angriff aus. Ach, nachladen. Okay, das war mal ganz okay. Über 40 Schaden. Jetzt sollten wir unseren Dings auspacken. Unseren Fox Parks. Komm mal her. Flammenwerfer. Oh, 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 erstmal aus dem Weg. Jetzt Flammenwerfer, komm her. Au. Du sollst nicht schießen, du sollst herkommen. Er kommt nicht zu uns, er kann nicht. Kann nicht zu uns kommen. Nee, geht nicht. Vielleicht, weil wir im Wasser stehen. Oh, da ist noch ein anderes Tier, das wir nicht kennen. Da hinten. Kelpsi. Oh, 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 oh. Oh, 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 unser Schild ist schon wieder runtergeschossen, ne? Ja. Wir müssen erstmal ein bisschen auf Abstand gehen. Die Armbrust ist schon ganz cool, aber die braucht einfach zu lange zum Nachladen. Und besonders wegen der Ausweichrolle, dann ist das Nachladen ja immer abgebrochen. Vor den Dingern müssen wir aufpassen. Wow, 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 wow. Oh, oh, nee, 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 weg hier. Erstmal Rückzug. Und das Vieh haut auch ab. Finde ich gut. Warum konnten wir unseren Fuchs jetzt gerade nicht nehmen? Schmeiß nochmal raus. Kannst du jetzt herkommen? Ja. Okay, aber wir sollten da nicht näher rangehen jetzt mehr, würde ich sagen. Der ist auf jeden Fall gefährlicher als das Marmorest war. Viel gefährlicher. Aber gut, ist ja auch ein Boss. Marmorest war ja nun Elite. Das hier ist ein... Jetzt schläft's, Leute. Es schläft. Das könnte unsere Chance sein. Wenn die Parrots schlafen, nehmen sie extra viel Schaden. Risiko. Wie? Oder? Oder doch, wir brutzeln den jetzt an. Macht nicht viel. Macht nicht viel. Was hat er denn? Oh, nicht nah genug dran, Mist. Ich will doch nicht so nah ran. Das war wieder für unsere Rüstung gleich. Au. Das war's für die Rüstung. Das war's gleich für uns. Weg hier! Okay, so viel dazu. Wir machen extra viel Schaden. So viel Schaden haben wir nicht gemacht, obwohl es geschlafen hat. Oh, oh, Ausdauer ist alle. Das erwischt uns. Das erwischt uns! Rüstung ist beschädigt. Dafür, dass das so eine super teure Rüstung war, ist die echt immer schnell beschädigt, muss ich mal sagen. Weg hier! Rückzug! Wir sollten unsere Pelz einfach gegen den kämpfen lassen. Und uns ein bisschen zurückhalten. Erstmal kurz warten, dass sich unsere Dings wenigstens regeneriert. Unsere Rüstung. Er hat sich wieder hingelegt, ne? Ja, so, Rüstung lädt sich auf. Also unser Schild. 1085 noch. Und das war nicht schlecht. Super, jetzt konzentriert er sich auf unseren Perlen ein bisschen. Hoffe ich jedenfalls mal. Wir machen mit dem Bogen wirklich einen Schaden, ne? Auf die Entfernung hier. Wie viel Schaden unser Nightwing geht gerade noch. Oh, jetzt geht es wieder auf uns los. Dieser Flugattacke macht da schon ordentlich Schaden. Weg von den Dingern. Komm her hier. Oh nein. Ja, 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 ja. Komm schon. Ich glaube, wir haben ihn. Ich glaube, wir haben es. Ja, Leute. Wie cool. Kommt das weiße Band eines Azurobe mit verunreichtem Wasser in Berührung, verfärbt es sich schwarz. Aufgrund dieser Fähigkeit wurde dieser Perl einst rücksichtslos gejagt und ist noch immer vom Aussterben bedroht oder so ähnlich. Ich glaube schon, das stand da. Ich konnte es nicht ganz zu Ende lesen. Was ist das? Was seid ihr? Mozarina? Oh, das sind irgendwelche... Oh cool, das sind Kühe, Leute. Dicke, knollige Kühe. Die nehmen wir mit. Komm mal her. Willst du nicht aufwachen? Doch. Oh, sehen die cool aus, Leute. Die finde ich ja richtig. Oh, Vorsicht.
Die finde ich ja richtig gut. Nochmal langsamer. Hopp. Achso, hätten wir, glaube ich, auch eine normale nehmen können, ne? Komm, du kannst auch mitkommen. Oh Mann. Wie gut. Freu dich. Rauf. Und da ist der andere. Capesley. Finde ich cool, Leute. Wir haben Mamorest. Wir haben noch einen neuen Map-Boss mit der Azur-Robbe, Robe, wie auch immer. Und jetzt holen wir auch noch Mozzarella jetzt hier. Und jetzt holen wir uns noch so einen kleinen hier. Oh, die sehen ja auch mal süß aus. Au. Tun aber weh. Au, tun aber richtig weh. Für so kleine Viecher. Au. Schießt vor allem auch oft nacheinander. Nein. Du sollst nicht nach hinten springen. Du sollst zur Seite springen. Komm schon. Ja. Haben wir auch. Ihre Persönlichkeit variiert je nach Wasserqualität ihrer Heimat. Kelpsi, die in schmutzigen Gewässern geboren wurden, sind für gewöhnlich ausgesprochene Arschgeigen. Ah, ist so gut, diese Beschreibung ist einfach so herrlich. Ausgesprochene Arschgeigen, alles klar, wissen wir Bescheid. So, Truhe, Schnellreise, Abzug nach Hause, Ausrüstung reparieren, Pads in die Box packen, dass sie sich erstmal holen können. Und ihr Lieben, da müssen wir auch schon wieder zum Ende dieser Folge. Es geht immer so schnell die Zeit vorbei, wenn man Palworld spielt. Zack, rüber nach Hause. So, dass wenn man coole neue Pads fängt. So. Einmal wieder sortieren erstmal und dann durchgucken. Ich will auf jeden Fall den Ding Boss gleich mal angucken. Hier, was könnt ihr eigentlich? Mozzarina. Ach, die geht auf die Farm. Okay. Selbstzerstörerisch ist die. Die haben wir ja auch noch hier, Floppy, genau. Oh, wie cool. Fleißig. Arzneimittelherstellung auch, Transport und Sammeln. Cool. Und Toku, wo haben wir den denn her? Ach, den habe ich, der ist glaube ich aus dem Ei, ne? Stimmt, das war der mit mehr Muskeln als Verstand. Stimmt. Auch ein cooles Vieh. So, und hier, der ist mal richtig schön. Ist das ein schöner Boss? Ist das ein schönes Perl? Komm gleich mal her. Halt, warte. So, ah, nicht hier drin, dann rennst gleich los zur Arbeit. Ich will es mir angucken. Guck mal, der macht sogar die Felder, der Incineram. So. Ah, die sieht cool aus, Leute. Cooles Vieh, gefällt mir richtig gut. Sehr gut, okay, Leute, hat sich doch richtig, richtig gelohnt, unser Ausflug. Wir haben Map-Boss, wir haben Mamorest, wir haben viele coole neue Pals. Super, zwar kein Dungeon gefunden, aber egal, es läuft ja nichts weg. Es läuft uns ja nichts weg. Wie immer, ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.